Hallo Leute, der Sozi. Und es ist wieder mal Eventzeit. Das heißt, wir verbrauchen wieder einen Haufen Gems, Gems, Gems. Und zwar, wieso schon wieder? Ihr habt ja gesehen, bei den letzten Videos habe ich leider nichts gekriegt. Aber ich habe mir gedacht, es ist eine verdoppelte Chance, um den Warlock zu kriegen. Und ja. Dann nutze ich mal die doppelte Chance und versuche ihn wirklich zu kriegen. Und schauen wir mal, was ich tatsächlich kriege. Und wie es funktioniert, das ist so ähnlich wie beim Eierschlagen. Für 1400 gekaufte Gems darf man eine Truhe öffnen. Ich habe wieder 12 Versuche frei. Und wir starten bei der roten. Und als zweites nehme ich die rote und habe einen Moltanika. Dann nehme ich nochmal die gleiche rote einen Pumpkin Nuke. Es ist jetzt so ähnlich wie beim letzten Event, beim Eierschlagen. Da habe ich auch sehr viele Heldenkarten gekriegt. 55 Shorts. So, das heißt, wir haben jetzt 6 Karten schon benutzt. Haben noch 6 Versuche. Gems. Yay. 100 Gems. Nehme ich nochmal die rote, eine Pixie. Ja. Schön für die Pixie. Ich hätte aber wirklich gern den Warlock. Und 70 Shards. Ja, waren tatsächlich wieder ein Haufen Helden dabei. Der mich jetzt wirklich interessiert. Wäre das Talent vom Molter? Aber ach, das ist noch alles im Briefkasten. So, mein 500. Pumpkin Duke, mit dem werde ich, glaube ich, nichts anfangen können. Oder auch gar nicht wollen, sagen wir so. Außer ihn zu verfüttern. So, und hier seht ihr die ganzen Helden vom letzten Event, die ich noch alle habe. Zumindest nur die etwas besseren, die anderen, so wie die Druiden und so weiter, habe ich doch alle schon verbraucht. So. Schauen wir mal, was der Molter für ein tolles Talent hat. Einmal 2 von 5. Ja, das ist wieder richtig schlecht. Das ist schlecht. Schon wieder kein Warlock. Blöd, blöd, blöd. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das wieder für das Video. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich ihn versuche mit den Gems zu rollen, beziehungsweise wenn ich wieder ein oder den anderen Talentroll versuche.